Ja, hi Fabian, bei uns ist ein alter Bekannter, der Fabian Schiller, dieses Jahr im Team Gatsby Performance in der VLN unterwegs gewesen, aber auch in der Blompin am Start in den USA gefahren. Also ein ganz viel beschäftigter Mann. Fabian, schön, dass du Zeit hast, mal wieder hier mit uns in Olpen Kart zu fahren. Wie gefällt's dir? Ja, es ist wie immer ein cooles Event. Ich meine, hauptsächlich geht es hier um die Fans, nicht um uns. Ich glaube, das konnten wir wieder mal erreichen. Cooles erstes Rennen gewesen eben. Jetzt schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Wie du schon gesagt hast, ich bin sehr, sehr viel unterwegs dieses Jahr. Rund um die Welt Rennen gefahren, in eigentlich jeder Rennserie, die es so gibt. Überall im Mercedes-AMG GT3. Hab aber zum Glück noch Zeit gefunden, hier zu sein. Das freut uns alle sehr und natürlich auch die Fans. Und du hast eine tolle Teamtruppe um dich zusammengelost heute Morgen. Schnelle Kartfahrer, aber auch echt nette Leute. Und ich denke, das ist ja für euch als Profis mal cool, mit den Fans hier einen schönen Tag zu haben. Wie fühlt sich das so an? Ja, ist super. Ich meine, wie gesagt, die Fans stehen im Vordergrund. Ich habe echt gute Jungs dabei, 4 schnelle Fahrer. Wir sind alle konstant, ein Level. Und wie man sieht, trägt es Früchte. Ich meine, wir haben das erste Rennen eben gewonnen. Läuft sehr, sehr gut. Also ehrlich gesagt war es für mich nicht ganz so hart. Die Jungs haben eben die harte Arbeit gemacht. Einer von uns, der Ross Brawn, hat die Strategie gemacht und hat uns zum Sieg geführt damit. Und ich meine, wir freuen uns, wir haben sehr viel Spaß untereinander und wie jedes Jahr eigentlich tolles Event. Ja, Fabian, jetzt neigt sich die Saison 2019 dem Ende entgegen und 2020 steht eigentlich schon vor der Tür. Gestatte mir die Frage, kannst du schon verraten, wo sehen wir dich 2020? Also verraten kann ich es eigentlich noch nicht. Was ich glaube ich sagen kann, dass ich weiterhin in einem Mercedes-AMG GT3 sitzen werde. Bestimmt auch wieder in der VLN, 24-Stunden-Rennen, aber auch andere Rennserien. Ich meine, du hast schon angesprochen, ich bin die letzten Jahre viel in der Blancpain gefahren, vielleicht geht es dahin. Vielleicht auch woanders hin, ich würde sehr, sehr gerne wieder in Amerika fahren. Es hat mir viel Spaß gemacht, da die Atmosphäre und so weiter, das ist ja schon ziemlich einzigartig eigentlich. Und ja genau, ich weiß aber noch nicht, wo die Reise hingeht, wir werden es sehen, der Winter wird es zeigen. Da sind wir natürlich sehr gespannt, freuen uns erstmal, dass du heute hier bei uns bist und werden dann nächstes Jahr sehen, wo dich die Reise hinführt. Vielen Dank, Fabian Schiller, und alles Gute. Dankeschön.